Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Older 2 Far Cry 4. Und hier den Funkturm haben wir in der letzten Folge bestiegen. Tatsächlich. Und haben wir jetzt schon eine neue Sache freigeschaltet. Und genau, wir wollten den das Ding hier machen, was wir beim letzten Mal nicht so auf Anhieb geschafft haben. Kommt der jetzt hier hoch? So. Dann fahre ich den halt, meine Güte. Hier, ne? Hier ist Harry Ray Rana von seiner Okay. Dann machen wir das zuerst. Kann man ja auch machen. Ja gut, vielleicht haben wir dann ja das Werk quasi eingespielt für den Außenposten und dann irgendwie positiv denken, aber es gibt hier keinen Sinn. So, rechts ist das Ding schon mal. Ja, kriegen wir hin, glaube ich. Am nächsten Mal. Ja, schrei nicht so ins Radio. Sende lieber irgendwie Top-Musik. Oh, hi. Oh, scheiße, die verfolgen mich. Egal, das sind ja Freunde. Anstand nicht zu sterben, das ist auch gut. Sehr schön. Haben wir da die Kurat Fashion Week? Und können wir hier noch kurz shoppen gehen? Munition aufgefüllt. Ach, guck mal. Wow, ja. D2. Und Sachen verkaufen. Huch. Da finde ich eine Munition, ne? Diese Spezialmunition, na gut, ein Sprengpfeil. Besser als wenn wir gar keinen Sprengpfeil hätten. Und was ist jetzt diese einzigartige Wache, die Warrior? Ist die gut? Oh, eine AK-47 ist natürlich ein Name. Mit Schalldämpfer ist natürlich schon, aber... ich habe ja jetzt nichts gegen die AK, ne? Aber die ist halt die MS-16. Vergleichen wir die mal. Ja. Ach, ich kann die immer nur direkt vergleichen. Wieso ist das eine tolle Waffe? Der MG42 wäre auch nett, aber eigentlich nicht das, was ich will. Bushman, oh, nette Waffe, auch Schredder. Ja, ich weiß nicht, ob ich die nehmen soll, ist das Problem. Jetzt habe ich mir ja die erst letztens geholt. Schaden, warte mal, da. Hat halt eine... deutlich höheres, aber ich bleibe bei der Waffe. Ich bleibe bei der Waffe. Aber, was mich interessieren würde, ist diese Kurat Fashion Week, ne? Besorge die Haut von Karkadan, den seltenen Nashorn für Mr. Chiffons teuerste Handtaschen in der Geschichte der Handtaschen. Jetzt ist die Frage: Karkadan, brauche ich das für irgendwas jetzt so auf Anhieb?
nicht, ne? Nee, 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 dann mache ich das nicht. Dann mache ich tatsächlich erst das hier. Ich habe Fähigkeiten. 2 Punkte wieder. Wir spritzen einen neuen 6. Deine Gesundheitswerte, dafür brauche ich erstmal 6 Stück. Verbessert die Treffsicherheit für die meisten Waffen. Ist natürlich schon nicht schlecht. Oh, endlos sprinten. Das ist interessant und ich glaube auch das, was ich haben will. Warte mal, wie viel Geld habe ich? Beziehungsweise. Ich habe derzeit 1 Million, ne? Na. So, Scheiß drauf. Weißt du, was ich mir jetzt kaufe, Leute? Ich verkaufe immer erstmal diese Nadel. So. Dann kaufe ich mir den Warrior. Genau. Was? Ach, schade. Ja. Das ist bestimmt nicht schlecht. Ich meine, die ist ja lautlos. Und ich kann damit ja auch Einzelschuss machen. Von daher ist das ja gar nicht so beschissen. Außerdem habe ich jetzt Geld ausgegeben. Na gut, jetzt habe ich direkt wieder Geld bekommen, aber das macht ja nichts. Das weiß ja niemand. Wenn ich schon die Möglichkeit für einen Quad habe, dann nehme ich die Möglichkeit für einen Quad in Kauf. Komm. So, ganz ehrlich. Das ist ja schon mal nicht anzumeckern. Das muss ich ja dann schon mal machen. Wie weit sind die weg? 300 Meter? Ja, 400 Meter, jawohl. Jetzt 300 Meter. 250. Okay, wir gehen von oben wieder rein, ne? Zwar eigentlich war das nicht so schlecht. Oder ist vielleicht von unten doch besser. Also hier ist hier noch. Ne, ich gehe von oben rein. Ich gehe wirklich von oben rein. Jetzt habe ich erst eine Nase gehabt. So. Ich habe alles voll. Ich würde sagen, das erste, was wir machen, ist Fleisch reinwerfen. Oh. Zwillinge. Ich hoffe, da reagiert auch ein Tier. So. Damit nämlich ich ein paar Markierungen kriege und Mist. Nein, oder? Ey.
Okay, das konnte ich natürlich. Ey, was ist denn das wieder mal für eine Kacke? Ja, tötet mich bitte. Ja, so bitte dann auch nicht. Was kommen die denn auch ganz ehrlich da rein? Jetzt ist hier natürlich kein Fahrzeug mehr, was ich hochjagen kann. Muss ich also noch mehr in Deckung gehen dafür. Schön. Das Problem sind die beiden. Aber da sind viele Leute, glaube ich, in der Basis. Das ist das Hauptproblem von dieser Basis. Das ist halt so. Ja, ich habe keine Granaten. Dachte ich schon. Puh, das wäre es aber auch gewesen, ey. Ja, wo sind jetzt die ganzen Leute, wenn die ganzen Markierungen? Das ist das Problem. Ich kann natürlich reingehen, das wäre eine Möglichkeit. Na toll. Das ist ein todsicherer Schuss eigentlich. Shit, 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 shit. Ich muss in Deckung gehen, sonst bringt mir das gar nichts. Ich muss meine Position ändern, das wohl eher. Der Mörser ist natürlich schon gefährlich. Oh. Ich glaube, das ist gerade meine Gelegenheit, in die Basis reinzugehen, oder? Aber ich hätte vorher noch nicht so eine Gelegenheit, hier reinzugehen. Ein Alarm ist immer noch übrig. Oh. So, der Alarm ist deaktiviert. Es geht nicht mehr. Ja. Der da alleine ist, ne? Ach, scheiße. Konnte ich natürlich durch die Rille nicht treffen. Ich werde dich umbringen. Oh. Oh. Natürlich. Oh, diese Feuerdinger sind so nervig. Ja, natürlich nicht entdeckt worden mal wieder. Er kann da nicht ewig drin bleiben. Du, egal, keine Verstärkung reicht mir. Boah, jetzt treffe ich mich oder was? Ich wäre ja irgendwie unzufrieden, aber egal, scheiß doch drauf. Erlöse uns von dem Bösen, was? Ja, erstmal hier wegmachen mit der Propaganda.
Was, Attentat? Aha, aha. Da ist wieder so eine Kiste, die nicht da ist. Ist das so nervig hier mit den Kisten. Weißt du, du willst sie alle einsammeln, aber es geht immer nicht. Das ist dann halt Kacke. Ganz ehrlich. Wie kommt man denn jetzt da hoch? Okay. Und hier ran und Sachen verkaufen, aber vor allem aber Munition auffüllen, so. Hier habe ich aber alles, naja. So. Wie komme ich jetzt in den anderen Stockwerk, ins andere Stockwerk rein? Man weiß ja mit einer Treppe, ne? Ach, hier die. Okay. Gut. Das geht dann ja immer noch. So, was macht die Fashion Week hier? Gulo, den seltenen Honigdachs. Ach, scheiße, falsch das da. Gulo. Gulo, Köderbeutel. Naja, okay. Warum nicht? Ja, in der nächsten Folge. Also bis dann, tschüss.